So, willkommen zurück zu einem weiteren Video und ich habe heute mal ein bisschen Standlags für euch. Das ist kein Standlag, sondern ein Internetlag. Mein Internet ist natürlich das Beste. Egal. Dann kann ich mal sehen, wie das hier für mich auf dem Server aussieht, richtig behindert. Ich habe ein kleines Skinpack für euch und da sind so ein paar Skins drin. Einige von denen haben diese jetzt einfach mal hier so genommen. Ja, das sind einmal hier Abu, Essal, Felix, Craft, der auch den Mod geschrieben hat übrigens, und Podpage. Die sind hier einfach mal so am Rumhüpfen und das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und Essal hat sehr schlauerweise jetzt mal angefügt und festgestellt, dass sie im Kreis laufen. Abuhu unterstützt diese Meinung natürlich auch direkt. Und ja, ich bin hier quasi so ein bisschen am Rumprobieren. Da ist übrigens immer noch diese Lobby. Ich habe mir so hier ein bisschen aufgeräumt und fange mal an mit so einer Art Tutorial erstmal. Und so ein Shit. Dann habe ich noch einen neuen Block hinzugefügt, der war vorher, ja, ich habe hier wieder diesen Mod, ne? Der ist übrigens auch wirklich nur dafür da, damit diese Tabs hinzukommen. Achso, und übrigens da oben bekommt man jetzt immer solche, wenn man die, wenn das Inventar öffnet, Trondparkour 2 bei Halt zu lenken. Und das ist einfach quasi, ich kriege die ganze Zeit eigentlich dieses Achievement resettet. Und dann kriege ich es quasi immer wieder neu, das ist ziemlich praktisch. Dann kann ich quasi immer, wenn ich in meinem Inventar bin, das bekommen. Dann haben wir nämlich einen Carpet-Block, der war vorher für Absorption da, für PvP. Jetzt ist er so, dass man bei dem auch an der Wand laufen kann. Und von da aus, also wenn ich, warte, wenn ich schnell genug bin, ganz kurz so, und von da aus kann man dann irgendwie mal so ganz kurz dieses Dings bekommen für so circa eine Sekunde. Und damit kommt man so circa 3 Blöcke hoch. Ziemlich praktisch, kann man dann im Endeffekt 3-mal springen. Und das ist sehr cool, wenn man dann zum Beispiel in der Decke mitläuft. So. Also quasi so als Finisher, damit man dann quasi von Decke zu Decke springen kann. Das ist sehr praktisch, also quasi ein neues kleines Element, was man da so noch für PvP benutzen kann. Ansonsten habe ich hier wenig noch geändert. Ich habe jetzt natürlich noch die Texte habe ich immer noch nicht gemacht, ne? Mist, Capture the Flag Texturen fehlen auch noch. Ich habe aber ein neues Gamemod 2, ein neues Creative Inventar und ich habe hier diese Effekte einfach mal alle umbenannt in Night Vision. Oxygen Tank ist einfach nur Saturation, damit man Hunger bekommt, aber Oxygen gibt es sowieso nicht, aber also Sauerstofftank heißt es auf Deutsch. Ja, der Jump Core quasi, dass hier, dass man keinen Fallschaden bekommt. Und ja, Night Vision, dass man halt ja, was sehen kann im Dunkeln. Und ja, das Ding ist eigentlich ganz cool. Ich lasse das erstmal so und dann hat man hier so diese tollen Rüstungen oder sowas noch. Kommt alles noch rein. Ja, da hinten sind unsere tollen Darsteller. Schaut mal bei denen vorbei. Ich pack die einfach in die Beschreibung. Einige von denen haben einen YouTube-Channel. Und ich meine, wenn die schon hier drin dabei sind, dann müssen die natürlich auch rein, ne? Klar, ist ja logisch. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge für das Ding hier, für das Texture Pack, mal reinschreiben. Und das Skin Pack könnt ihr euch downloaden. Und damit könnt ihr dann extrem tollen Shit anstellen. Ich würde mich echt extrem freuen, wenn ich mal so ein, zwei mit den Skins hier irgendwo auf Gombe-Server oder sowas mal sehen würde. Das wäre ziemlich cool. Würde mich freuen auf jeden Fall, weil die sind, die haben irgendwie was, oder? Ich finde die lustig. Ich finde die extrem lustig. Ich habe noch ein paar mehr, also nicht nur die. Sind, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann. Es sind ein paar. Ja, es sind so 7, 8 Stück oder so. Und ich werde auch noch ein paar neue machen. Ich werde das immer so ein bisschen updaten, genauso wie die anderen Resource Packs. Also da könnt ihr mal reingucken. Ich habe da lustige Ideen auf jeden Fall nochmal, so elementarmäßig oder auch halb so, mit zwei verschiedenen Farben untereinander, zwei verschiedenen Farben nebeneinander. Ihr könnt euch das ja einfach auch selber einfach nehmen und dann so ein bisschen, ja, quasi die Farben einfach mit Paint oder Photoshop, wie auch immer ihr das machen wollt, einfach verändern. Das geht alles super simpel und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Und tschüss. Ach ja, und klickt übrigens auf dieses Fragezeichen hier. Dann kommt ihr zu einem weiteren Video, was ich schon mal aufgenommen habe. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Hui.